ganz schönes Chaos hier. Aber das hier kommt alles in diesen Rucksack. Denn heute geht es im Bergsteigen-Grundlagenkurs um das Thema Rucksackpacken. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit System. Und zwar fürs Wandern und Bergsteigen auf Tagestouren. Wer vielleicht noch relativ neu im Bergsport ist und noch nicht so ganz weiß, was für eine Rucksackgröße brauche ich, was für Ausrüstung sollte auf einer Tagestour mit dabei sein, für den habe ich heute ein kleines Chaos veranstaltet, das wir in diesen Rucksack buxieren werden. Und dann sehen wir auch gleichzeitig, was für Materialien wir mitbrauchen bei einer sicheren Tagestour, damit wir wirklich komfortabel und trotzdem sicher und möglichst leicht unterwegs sind. Und wie man schon sieht, richtig groß ist der Rucksack nicht, den wir brauchen. Wir kommen mit 24 Liter aus, das verspreche ich euch. Starten wir los, würde ich sagen. Wir packen nicht nur einfach irgendwie einen Rucksack, wenn wir auf Tagestour gehen. Wir versuchen ja auch mit System zu packen. Das bedeutet, wir denken darüber nach, wenn wir einen Frontloader beispielsweise haben, wie hier den Ortovox Tread 24, dass wir überlegen, was für Dinge könnten wir wann auf unserer Bergtour brauchen und wie. Und dann können wir sie so packen, dass wir entweder von oben einen schnellen Zugriff drauf haben oder von der Seite. Das bedeutet, das, was wir überhaupt nicht brauchen können, das packen wir, wenn wir uns den Rucksack anschauen, möglichst hierhin. Und das, was wir öfter brauchen könnten, hierhin. Und das, was wir definitiv ganz sicher brauchen können, das schauen wir dann, dass wir möglichst weit oben unterbringen. Und wenn wir so unseren Rucksack packen, das können wir für die normalen Tagestouren, fürs Alpinklettern, für Klettersteige, selbst bei Expeditionen funktioniert es nicht anders als nach diesem Prinzip. So, starten wir aber los. Wenn wir uns hier dieses Gulasch anschauen, dann sehen wir, manche Sachen könnten wir vielleicht brauchen, andere definitiv. Wie können wir uns das organisieren? Fangen wir beim Erste-Hilfe-Paket an. Ja, das können wir definitiv brauchen, aber nicht unbedingt. Nur wenn wir es brauchen, dann sollten wir es eben dabei haben. Ein Video dazu habe ich ja übrigens schon mal gemacht. Und deswegen packen wir das Erste-Hilfe-Set, weil es ja eher nur für den Notfall ist, zwar ein, aber wir können es so weit weg wie möglich packen, sodass wir im Zweifelsfall, wenn wir es wirklich brauchen, zwar viel ausräumen müssen, aber das stört uns nicht, weil wenn wir das Erste-Hilfe-Paket brauchen, dann nehmen wir das, glaube ich, ganz gerne in Kauf. Dann können wir uns gleich überlegen, wir haben bei diesem Rucksack kein Frontfach, das heißt, wir müssen alles in das Hauptfach unterbringen. Das ist etwas, das ist bei anderen Rucksäcken natürlich komfortabler. Wir haben eine Karte und einen Kompass, das sind auch zwei Dinge für den Notfall oder für den Fall der Fälle. Nicht unbedingt notwendig, aber definitiv gut, wenn man es hat. Das heißt, naja, was machen wir damit? Die Karte soll ja nicht unbedingt kaputt werden. Ich habe jetzt eine Karte vom Armada Blam, das ist für Tagestouren absolut genau das richtige Beispiel. Und die packen wir einfach hinter die Karte direkt in die Rückenplatte entlang. Somit zerknittert sie nicht und wir haben eine Karte im Ganzen, wenn wir wieder ankommen. Kompass können wir ebenfalls so weit wie nur möglich wegpacken. Das brauchen wir wirklich nur im Fall der Fälle. Jetzt wird es schwierig. Wenn wir jetzt aktuell unterwegs sind, dann brauchen wir definitiv Grödel. Und diese Grödel, wenn wir nicht so ganz genau wissen, was uns auf der Tour erwartet, sollten sie vielleicht eher griffbereit sein. Wenn es nur ein Nice-to-have ist, weil wir, vielleicht ist ja doch das ein oder andere Altschneefeld dabei, aber eigentlich sollte nichts sein, dann können wir sie weiter unten hinpacken. Zu den aktuellen Verhältnissen aber, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen und den ganzen Schnee sehen, wissen wir, die werden wir sicher brauchen. Das heißt, die packen wir nicht ganz unten hin. Was wir aber noch ganz unten hinpacken können, ist der Biwaksack. Der ist zwar nicht sonderlich schwer und das entspricht dann nicht dem Prinzip, dass man die schweren Sachen unten tragen sollte, aber er wird definitiv nicht gebraucht. Das heißt, wir können den auch hier zum Erste-Hilfe-Paket dazu packen. Als nächstes schauen wir uns ein weiteres Tool an, das wir vielleicht brauchen können, aber eher nicht. Das ist der Leatherman. Das ist natürlich, kann auch ein Schweizer Victorinox-Messer sein. Das kann alles Mögliche sein. Es geht nur darum, dass wir ein paar Tools dabei haben, damit wir im Fall der Fälle vielleicht unsere Stöcke reparieren können, unseren Helm reparieren können oder sonst was. Vielleicht passt was an dem Grödel nicht, dann können wir da vielleicht was machen. Irgendwas abschneiden, zuschneiden, umschneiden, wie auch immer. Dafür sind solche kleinen Multitools definitiv gut zu gebrauchen und deswegen kommen die auch relativ weit unten rein. Andere geben das gerne ins Deckelfach, ist Geschmackssache. Im Deckelfach sind zum Beispiel die Leatherman relativ schwer und deswegen mag ich sie nicht so. Ich packe sie dann lieber so ein, dass ich sie quasi von unten relativ schnell erreichen kann.
Das heißt, die Grödel, die bleiben jetzt noch ein bisschen bei uns und wir können weitergehen zu einer neuen oder zu der nächsten technischen Notfallausrüstung. Das ist die Stirnlampe. Ihr könnt hier eine ganz kleine, leichte mit durchschnittlichen Lumen irgendwas um die 300, 200, 300 nehmen. Das reicht in der Regel vollkommen aus, um euch über die Runden zu bringen, weil es ja eben nur für den Notfall ist, damit ihr euch in der Nacht beim Biwakieren zurechtfindet, beim Notbiwak oder auch vielleicht noch den Abstieg angehen könnt. Dafür sind diese kleinen Taschenlampen, Stirnlampen absolut geeignet. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu der Regenjacke. Wenn ihr Schönwetterwanderer seid, dann ist die Regenjacke etwas, was ihr nicht unbedingt braucht, aber dort trotzdem dabei haben solltet. Das heißt, es ist wieder so etwas, naja, vielleicht kann man es ja doch brauchen, zieht die Schlechtwetterfront auf. In dem Fall ist es keine sonderlich leicht. Also ich würde tendenziell bei einer Tagestour, bei der ich weiß, dass ich definitiv nicht in den Regen komme, trotzdem eine mitnehmen. Aber ich würde definitiv eher eine Windstopperjacke nehmen, eine einlagige, quasi so den typischen Müllsack für den Oberkörper. Das hier ist jetzt eine dreilagige Gore-Tex-Jacke. Die ist natürlich klobig und relativ schwer, insofern nicht unbedingt geeignet. Kommt aber trotzdem jetzt als Platzhalter mit. Ihr seht, wir haben noch ziemlich viel Platz im Rucksack. Also wenn man sich das da so anschaut, der ist gerade mal zur Hälfte gefüllt und wir sind eigentlich schon relativ weit. Jetzt würde ich sagen, packen wir die Grödel ein, denn das hier, das ist unser Wärmeschutz, unsere Isolation. Die sollten wir relativ weit oben behalten. Ich zeige euch dann gleich, warum. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon die Grödel einpacken für den Fall der Fälle. Eine Kappe, die lassen wir noch außen vor, weil die können wir dann super praktisch außen dran machen. Das eigentlich an jedem Rucksack. Mit den Stöcken machen wir genau das Gleiche. Und die Wasserflasche, die können wir jetzt gemeinsam mit der Isolation über die Grödel packen. Jetzt machen wir hier den Frontloader mal zu und sehen, da wird sogar noch einiges reinpassen in den Rucksack. Aber wir haben nicht viel mehr, wir brauchen auch nicht viel mehr für eine kurze, knackige Tagestour. Und jetzt haben wir hier noch einmal Stöcke und einen Sonnenschutz. Ganz, ganz wichtig. Der Sonnenschutz gerade im Sommer. Sonnencreme könnt ihr dann gerne auch ins Deckelfach einpacken oder ihr cremt euch zuvor schon mal ein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber der Sonnenschutz für den Kopf und die Stöcke, die man nicht unbedingt braucht, aber in der Regel sind sie auf Tagestouren einfach ein ganz nettes Gimmick. Die packen wir jetzt hier. Packen wir hier dran. Und jetzt haben wir noch die Kappe. Fädeln wir hier einfach durch die beiden Laschen, zack, und schon ist die Kappe auch vorne dran montiert. Fertig ist der Tagestourenrucksack. Und deswegen, es geht mit 24 Liter ganz, ganz easy. Und dabei haben wir jetzt 1 Liter zu trinken dabei. Mit einer Trinkblase wird das Ganze noch platzsparender werden. Da könnten wir dann 2 Liter auf ein ähnliches Volumen bringen, weil es sich deutlich besser angleicht, ohne, weil die Flasche ja doch relativ klobig ist. Das heißt, wir bringen hier definitiv noch einiges rein. Wir könnten noch eine zweite 1-Liter-Flasche dazuhauen. Wir könnten noch was zu essen dazuhauen und so weiter. Ich bin jetzt persönlich nicht so der Tagestouren-Esser. Also ich esse nichts auf Tagestouren. Aber grundsätzlich passt da noch vieles rein. Das Deckelfach ist noch, da ist noch viel Platz für ordentlich Zeug. Und es ist ein kleiner, kompakter Rucksack. Worauf will ich hinaus? Erstens, smart zu packen, das kann sich richtig lohnen. Denn wenn ich jetzt etwas brauche, gehen wir mal davon aus, ich brauche jetzt, ja, sagen wir, was zu trinken. Klar, logisch, irgendwann muss ich auch mal was trinken. Dann mache ich den Rucksack einfach auf. Und das Erste, was mich anspringt, aha, die Trinkflasche. Mir wird plötzlich kalt. Das Erste, was mich anspringt, was zum Anziehen. Was Warmes zum Anziehen. Und so packe ich smart. Denn was wir, oder was ich nicht so gerne sehe in den Bergen, wenn ich mit Leuten auf Tour bin, ist definitiv dieses typische Rumkramen im Rucksack, dieses, ah, ich weiß nicht, wo habe ich das jetzt hingepackt und ach Gott, ich brauche eine Regenjacke. Zack, da ist sie. Und das ist genau das, was auf Bergtouren viel Zeit sparen kann und es spart letztlich allen Beteiligten auch sehr viel Nerv. Das heißt, wenn ihr am Vortag euren Rucksack packt, packt ihn smart. Schaut, dass ihr an eure wichtigen Gegenstände wirklich gleich drankommt und packt sie so, dass ihr euch vorher schon überlegt, was könnte ich denn eigentlich brauchen? Brauche ich wirklich Karte und Kompass? Mein Handy funktioniert ja in der Regel schon. Ich will es schon dabei haben für den Notfall, aber so richtig relevant ist es nicht. Also lasse ich es lieber in irgendeiner Ecke, wo ich es nicht brauche.
Wenn ich den Rucksack aufmache und mich springt als erstes Karte, Kompass, Leatherman, Erste-Hilfe-Paket an, dann muss ich das alles erstmal irgendwo hinlegen, dann muss ich wieder was suchen. Das ist, ja, packt eure Rucksäcke smart, dann werdet ihr definitiv schneller unterwegs sein, ihr werdet euch ein paar Nerven sparen und das alles kostet vielleicht eine Minute Denkarbeit am Vortag beim Packen des Rucksacks mehr. Und man sieht, wenn man wirklich smart packt und sich auf das Notwendigste konzentriert, Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack, Leatherman, Stirnlampe, was zum Anziehen, ein Regenschutz, Karte, Kompass, Stöcke, Kappe und das war's und natürlich was zu trinken. Dann kommt man über jede Tagestour in der Regel hinweg. Vielleicht nimmt man sich noch ein, zwei Müsli-Riegel mit. Kein Problem, passt ja ins Deckelfach rein. Insofern, ihr kommt mit relativ wenig schon sehr, sehr weit. Klar, wenn ihr jetzt noch viel Komfort haben wollt, ihr wollt euch einen Gaskocher, Schlafsack, Isomatte, Zelt und so weiter mitnehmen, das ist dann was anderes. Aber dazu kommen wir dann in einem anderen Video. Kurze Info für alle noch so zwischendurch. Wenn ihr meine Arbeit gut, wichtig und richtig findet und euch die Videos gefallen, würde es mich freuen, wenn ihr mich finanziell ein bisschen unterstützt über Patreon oder PayPal. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, beziehungsweise wird hier jetzt auch alles eingeblendet, was ihr dazu wissen müsst. Ich danke euch sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!